bin mir sehr sicher, hier kommt jetzt ein Boss. Die und die Vase dahinter kannst du auch noch nehmen. Scheinbar. Okay. Also die da. Aber mehr auch nicht. Okay, jetzt musst du ein bisschen weiter rennen, weil sonst kommt nämlich nichts. Bisschen weiter. Andere Richtung. Und dann renn sofort auf dieses Ding in der Mitte. Renn okay. Da sofort hoch. Welche Waffe am besten? Gar keine, ist egal. Granate. Kugel. Das rennt weg. Macht nämlich super viel Schaden, das ist sowas von heftig. Und Schäfer passiert wieder gar nichts. Wetten. So, pass auf. Ich werde jetzt kurz die Taktik, weil ohne die Taktik, ich habe hier nichts zu wissen. Ist einfach nur scheiße. Du musst drehen, sobald du aufgehört hast zu drehen. Rennst du zu dem Tor da hinten hin und versuchst dabei nicht getroffen zu werden. Da, das ich weiß nicht, du musst super schnell sein dabei. Ich weiß, warum die, jetzt weißt du, warum du die Mission nicht magst. Das ist ein Teil davon. Du musst dich dann mit C umdrehen und dann sofort losrennen. Okay. Wenn ich? Jetzt. Warte, warte, warte. Das wird schwer. Es lauf. So, links. Okay, jetzt gerade. Weiter, weiter, weiter. Scheiße. Puh. Okay, jetzt rennst du am besten schnell rum und sammelst du alles ein. Weil die sind weg? Ja, die sind weg. Das verschwindet alles noch mal Zeit. Das ist ja gut. Kommen wir irgendwie ein bisschen vor wie die Tomb Raider. Ja, rechts ist noch Pistolenmunition für Schäfer. Ja, hier haben wir auch noch. Weil hier hinten ist auch noch mehr Sachen, deswegen kann man hier. Die Granate kannst du liegen lassen, die brauchst du nicht. Da hast du auch keinen Platz für. Zweimal Pistolenmunition für Schäfer. Komm her. So, geht da auch nochmal. Komm her. Genau. Kann man hier die noch kaputt machen? Ja. Und rechts ist glaube ich auch noch eine Vase oder so. Ja, da hinten. Ja, das, das ist die Granate, die brauchst du nicht. Ja, okay, dann ist ja nichts mehr. Warte mal, guck mal nach oben jetzt. Nimm mal die Waffe dabei raus. Nach, weiter nach rechts. Da? Warte mal, gib mal. Ja? Yeah, ich bin an der Maus. Die Maus. Die arme Maus. Ich glaube hier war irgendwo ein Emblem. Ich bin mir gar nicht sicher. Hier war glaube ich irgendwo eins, aber... Wen? Whatever. Egal. Also einfach weiter erstmal. Ja, durch. Und ich bin wieder an der Maus. Unglaublich. Wollte keiner wissen. Ja, musst du durch. Oh Mann. Ich hoffe, den nächsten Part spiele ich, weil der nächste Part ist echt hart. Wie ich finde. Tja. Also jetzt nicht das, sondern was danach kommt halt. Fallen. Das ist ja offensichtlich, ne? Warte, rechts ist noch ein Brennteil, das brennt, da kannst du noch kaputt machen. Muss näher ran. Sag mal, geh mal da weg. Irgendwie geht das nicht. Noch näher ran. Noch näher? Noch näher geht nicht. Na, dann geht das nicht kaputt. Scheiße, nee, ja nicht. Gut, dann kannst du stehen lassen. So, das muss natürlich ein bisschen aufpassen, das ist glaube ich klar, was kommt, ne? Irgendeine Kugel. Nein, das wäre jetzt zu sehr abgeguckt. Aber ich meine jetzt vom Spielprinzip her. Ne. Geh einfach drauf. Kein Plan. Ja. Ja gut. Was ist? No. Du musst nämlich echt aufpassen, weil Quicktime-Events hab ich so einen Eindruck, ist echt hart. Jetzt noch nicht, aber... Auch voll logisch, ne? Erst rennen sie um ihr Leben und jetzt hat sie Zeit, ihm da hochzuhelfen. Ja, voll dumm. Ja, das war schon. Und voll geil. Die springen über Kreuz. Chris landet voll auf der Fresse und sie rollt sich elegant ab. Ja. Voll geil. Das zeigt mal wieder, wie es hier verteilt ist. Okay, ja, jetzt kommt ein neues Prinzip und zwar dieser Hebel. Davon gibt es immer zwei Stück, also ein Hebel und ein Pendant. Und ihr müsst die beide gleichzeitig betätigen, also musst du einfach mal zielen. Und sie geht dann halt zu dem anderen hin. Und ja, betätigt den dann halt. Also jetzt kriegst du auf jeden Fall erstmal den miesen Boss, den ich nicht mag. Hogwarts. Die Treppen bewegen sich. Ja, Hogwarts. Harry Potter.
Schnurre. Harry Schlotter. Mal gucken, was vom Boss du nicht magst. Warte mal. Gib mir noch mal kurz die Maus. Und lauf mal vorwärts, bitte. Weiter. Ja, stopp. War das hier irgendwo? Ich glaube, das war hier irgendwo. Ja, da oben ist es. Ja, ich. Wusst mein Rifle aus? Mach ich. Ja, will ich machen. Jetzt habe ich schon meine Maus in der Hand. So. Einsammeln? Einsammeln. Halt alles einsammeln und so. Es ist nicht wirklich brenzlig im Moment, okay. Aber ich sag dir dann, wenn es ein bisschen brenzlig wird. Genau. Ja, der Port ist eigentlich elend lang. Es kommen immer wieder ein paar Gegner, aber es ist eigentlich nichts wirklich was gefährlich oder spannend. Bis auf das Ende. Oh man, wo kannst du mal versuchen kaputt zu machen, hast. Was? Das Ding da. Ja. Ja, geht auch wieder nicht. Passiert. Ja. Hier lang erstmal. Ja. Ich glaube, da oben ist gar nichts mehr. So. Ne, hier ist erstmal nichts mehr. Kannst du erstmal wieder zurück. Ach, warte mal, da hängt irgendwo ein Edelstein rum. Ich glaube, von hier kannst du ihn gar nicht treffen. Ist auch egal, weil es ist eh nur kleiner und da lohnt sich die Mühe gar nicht. Da kannst du auch nochmal lang. Ich glaube, da ist aber auch nichts, aber kannst du mal lang gehen. Nee, ach doch, da ist was. Ein bisschen was. Moin. Muni für dich. Jetzt hast du mal schon wieder ordentlich Muni zusammen. Was auch brauchen. Ja, weil ja die Gegner hier sind nicht schwer, aber es sind zahlreich. Und das. Ist auch nicht so lustig. Ey, so ein Sperrmann mitnehmen, das wäre mal geil. Ja. Wobei mir diese Axt geiler, diese Axt Kettensäge lieber wäre. Kettensäge. Nein. Ja, ihr könnt ja hier alle one-shotten. Das hätte was. Ja, auch den Boss, ne? Damit es so einfach für mich ist. Nein, den kriegst du wieder mit der Axt noch mit der Kettensäge one-geschottet. Na dann. Ja, du kannst halt meistens hier immer nur in eine Richtung. Jetzt kannst du halt gerade in zwei. Und hier liegen halt da unten liegen überall noch Items rum. Mitnehmen. Ja, nur. Ein so. Koffer. Oh. Das Ding brauchst du. Voll. Irgendwas ja, rausschmeißen. Das brauchst du aber. Irgendwas rausschmeißen oder weitergehen. Hol die Blattgranaten weg, die brauchst du echt nicht. Die brauchst du jetzt wirklich überhaupt nicht mehr. Wegwerfen. Die Granatwerfer. Ja, die legst du am besten erstmal auf 5 oder so, damit du schnell dran kommst. Da. Ja, dann macht er mir das Inventar echt voll, leider. Die Waffenanzeige, Mann, oder wie? Ja, du kannst jetzt dich umdrehen und weiter will. So, da hinten liegen halt, es liegen halt, wie gesagt, in diesem Bereich, auch hier liegen halt überall wirklich Items verteilt, die man halt nach und nach erst findet. Soll das mal Shabba nehmen? Versuch? Ja, versuch so. Shabba! Okay, get the other one. Ja, wie gesagt, du musst halt die andere holen oder nehmen. Hopp. Ja, da kommst du nicht rüber. Du bist außen rum. Ach, du nimmst die. Sie ja, nimmt die. Hat sie doch gesagt. Du sollst die anderen nehmen. So. Das ist auch ein bisschen unrealistisch. Ich meine, das ist so ein kleiner Gang dieser Steine. Du kommst nicht rüber als Super Soldat. Ja. Naja. Egal. No. Da steht was. Rechts. Ja, super. Ja, halt das Ding betätigen, ne? Und das Schöne ist, diese ja, was ist das? Das Teil fährt jetzt ein bisschen zurück, das heißt der Durchgang ist voll. Das heißt, Shepard kann jetzt das zu dir kommen. Nein, Hogwarts lässt Steine schweben. Und Steine blinken ja nicht mehr. Das ist
irgendwie zu doof, die Runde. Ich weiß, warum du die nicht magst. Mhm. Ja, die ist echt, die zieht sich in die Länge. Die zieht sich echt in die Länge und ja, das ist einfach so elendig lang. Kannst du hier die Dings noch nehmen, wenn er da noch liegt? Nein, liegt dann doch, liegt da noch. Kannst du aber nicht nehmen, weil es ist voll. Der sie hat voll? Voll. Na dann. Na egal, ist auch nicht so wichtig. Ja, halt da hoch. Was ist da musst denn? Mal. Da kommst du glaube ich später noch hin. Musst mal da rechts lang gehen, da sind noch Truhen und sowas. Und links glaube ich auch. Rechts komme ich nicht lang. Nee, links meine ich auch. Da blinkt was. Kannst du runterschießen mal. Schön. Na egal, lass erstmal liegen. Der bleibt da immer oder wie? Keine Ahnung, was machen wir. Bleib erstmal da halt. Und jetzt gehen wir genau mal links lang. Da müssten irgendwo noch. Ja genau, da ist eine Truhe nämlich. Halt und eine Götze. Wunderbar, Götzen sind, wie gesagt, sehr viel wert, gerade wenn sie Gold sind. Wir hatten ja im Marschland die Silbernen gefunden, die Golden sind nochmal deutlich mehr wert. Ich will aber diesen Rubin da unbedingt haben. Na was. Ich kann nicht. Ja, du musst jetzt da dran ziehen. Na dann. Zieh da dran. So. Es bewegen sich halt jedes Mal, wenn ihr an diesem Teil zieht, auf die Treppen. Und eröffne neue Wege und verschließe Hogwarts. Alte. Ja, wie Hogwarts. Wer hat jetzt von wen abgeguckt? Ich denke mal Hogwarts. Ja, das hier wurde von Hogwarts abgeguckt. Ja. Naja. Ja, und nicht mehr noch einer. Das Schöne ist wirklich immer, wenn so eine Skulptur zurückfährt, liegt da unter was. So wirklich immer. Ja, auch gut. Ja. Auch gut, auch gut, auch gut. Auch gut, da lang. Unsere Gegner. Das ist wirklich ein langer Spawn, das ist kein endlos Spawn. Hol erstmal die Bogenschütze runter und die anderen mal zu Scheiber. Mit der aber, Rival. Ja, mit der Rival. Das ist kein endlos Spawn, aber es ist ein sehr langer Spawn, das nervt unheimlich. Für den. Wir sind in der nächste. Auf den Feuertypen kannst du auch schießen, weil die saumäßig viel Schaden machen. Wie? Scheiße. Alter. Penner, ey. Okay, ja, auf den noch. Schön, nochmal. Noch mal. Genau. Weil die machen damit so wie so ein Flammenspucker. Das macht so viel Damage. So aus Entfernung schießen bringt einfach nichts. Du solltest du vielleicht näher kommen lassen, dann kannst du es auch gleich latschen. Du musst vorsichtig sein, weil die springen auf dich zu. Und dann machen die hinlaufen. Achso, ist tot, okay. Dann machen die sonst so ein Aufspießmove oder so. Also so einen ähnlichen Sprung wie die machen die, glaube ich. Und der ist richtig stark. Da noch laden. Genau. Der hat Muni gedroppt. Ja, ich habe auch gesehen. Wow, Shotgun. Gerade. Ja, oder so. Nochmal hin. Das Schöne ist, wenn diese Taube mit dem Haken gemacht ist, dann kannst du noch einen Move machen. Okay. Ja, das Ei kannst du liegen lassen, das Ei ist völlig nur. Blendgranat brauchst du auch nicht. Ja, die streut sich sehr. Lass die erstmal hinlaufen. Ja, vergiss dich immer. Super. Nee, das Blöde ist, die streut sich sehr. Oh, der hat getroffen. Hä? Sowas finde ich, also der hat getaumelt und dann nichts passiert. Konnte nicht taumeln. Ja, bei manchen Taumeln passiert halt gar nichts. Nicht auf die Entfernung, das lohnt sich nicht. Okay. Shotgun streut eben. Jetzt, da kannst du hinlaufen. Jetzt nicht mehr. Doch. Ich hab dafür zu. Der ist am meisten tot. Meisten. Ja, alle mit den Masken, die halten erstmal viel mehr aus. Die machen auch deutlich mehr Schaden. Da hinten liegt noch was. Ja, da kannst du rüberspringen. Andersrum. Achso, das Geld meinst du? Nicht da? Das ist rein. Nee, das brauchst du nicht. Also da links liegt ja noch was, du musst rüber hüpfen. Ab. Ja, ist schon mal halt.